Jo, danke schön. Alles gut. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH, ansässig in der Klönnerstraße. Wir sind auf der wunderschönen Lassisee mit unserem traumhaft dreckigen TTS. Ja, Sören hat ihn gerade gebracht. Der wollte auch gleich mal eine Runde mitfahren, der muss noch ein paar Sachen regeln. Der hat ein bisschen, der war jetzt an der Börse, glaube ich, ist der. Der hatte hinten so ein kleines Zimmerchen, wo er ein bisschen am Tippeln ist. Oh, okay. Die Chancen, dass dieses Auto jetzt heute vielleicht einen Rekord fährt, ist irgendwie da, weil er alles mitbringt. Er bringt alles mit. Er ist schon sehr, sehr starker Favorit für den zweiten Platz in meinen Augen. Ja, auf jeden Fall. Ist er wirklich. Und eventuell auch für ganz nach vorne zu fahren. Er kann es auch voll verkacken. Könnte passieren, ja. Er kann es auch echt voll verkacken. Es gibt so ein paar Stellen, wo er dann auch wieder Probleme hat. Aber wenn wir mal zusammenfassen, TTS, wir haben eine Keramikbremse, Doppelkupplungsgetriebe, ne? Ja. Hart bremsen, schnell runterschalten, schnell hochschalten. 5 Zylinder, 2,5 Liter ne? Turbomotor mit 700 Newtonmetern. Mhm. Und wir haben einen Clubsport, V3 Clubsport mit verstellbaren Domlagern, weil der TTS in der Serie sehr stark über die Vorderräder schiebt. Mhm. Wenn der aber Betriebstemperatur hat und die Reifen sind warm, dann kann der wirklich. Dann kann der wirklich. Kein Limit eigentlich. Ich gebe alles. Also ich fände es geil, wenn er der schnellste wäre. Ich fände es echt geil, weil dann wäre es das erste Tuning-Auto. Obwohl, sind alles Tuning-Autos. Aber, obwohl, nee, das ist eigentlich Quatsch. Tuning-Autos sind sie eigentlich alle. Nur wir hatten halt auch ein paar Autos dabei, die halt durch ihre Umbauten auf so einem engen Kurs wie hier langsamer wurden. Bin ich mir ganz sicher. Also M4, wir müssen immer noch einmal eine Zeit fahren mit einem Serien-M4. Aber zwischen Frankies TT und diesem TT sind Fahrwerks Milchstraßen zwischen diesen beiden Autos. Aber ich glaube auch, dass die angebaute Aerodynamik bei Frankie bisher. Bei uns noch nicht. Wir kommen auf der Geraden, da kommen ich bekomme zweimal 145, 155 km/h ungefähr drauf. Ja, also ist mega spannend. Ja, also wirklich geil. Ich weiß auch nicht, was man anders machen könnte jetzt an den Autos. Bremse ist alles ist perfekt. Auch kein Upgrade-Lader, weil der Upgrade-Lader würde wieder diesen Genickbruch machen, dass er wieder einen Tick zu langsam ist beim Rausbeschleunigen, was ja wirklich dann scheiße ist. Ja. Zwei Stellen braucht das Auto ganz viel Kraft, ganz plötzlich in dem Moment. Und du siehst ja auch, wenn ich einen Handschalter da fahre und komme durch einen Breakdancer, dann heißt es wirklich, dann fahre ich bremse, schieb rüber, muss mit Zwischengas auf der Bremse und lenken, muss ich den Gang runterschalten beim manuellen Auto. Weil sonst hast du da blockierende Achse mit Lenkbewegung, dann kommt er dir so rum, muss aber nach da und setzt ihn dann rum nach links, um dann irgendwie da durchzukommen. Und du hast hinten eine Hecke, habe ich noch nicht gesehen genau, aber wenn du da zu spät bremst, fällst du nicht weit, aber Auto muss auf jeden Fall im Hänger rausgezogen werden oder im Traktor. Ja, ja. Dann hängst du da in den Böschen drin. Was nicht schnell, da verletzt du dich nicht. Da rutschst du dann rein mit 8 oder mit 15 vielleicht km/h, rutschst du dann da den Abhang runter. Aber wäre peinlich. Und Auto wäre auf jeden Fall nicht mehr so sauber und so heile wie vorher. Genau. Dazu kommt, was ich geil finde, beide APR-Autos sind 100% TÜV. Mhm. Ich muss es immer wieder erwähnen, diese Autos, die jetzt hier die Rundenzeit fahren, das ist so nachbaubar. Genau so ist das machbar. Geil. Das ist echt geil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, können starten, ne? Ja. Gut. Dann ziehen wir los. Der Sören. Wir fahren jetzt mal rüber, vielleicht kommt der gleich noch nach. Oder? Jo, ja. Der wollte ja auch mal eine Runde fahren. Ja. Der Sören zum Beispiel, der kann gar nicht fahren. Sören und Autofahren? Vergiss es. Wirklich. Wie der schon sitzt in dem Auto. So, er hat Bescheid gesagt, Sören müsste eigentlich gleich kommen. Da ist er auch schon. Oh, Mensch, ich bin gespannt. Ich kann gar nicht abwarten, was hier los jetzt ist. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, gut, dann gib mal Gas. Auf jeden Fall. Wie du auch merkst, vom Einlenkverhalten halt echt super sexy, ne? Du kannst wirklich viel machen. Sehr sicheres Auto, ja? Richtig? Ja, ja. Super Sound! Wow. Okay. Ja, das Kurvenlager. Ich sitze ja richtig im Gurt hier drin. Richtig fest hier. Wow. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich auf jeden Fall festhalten. Pass auf. Jetzt festhalten muss. Okay, pass auf. Jetzt einmal. Hoppa. Wow, what? Hast du gemerkt? Geil, ne?
gut. Vielen, vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Viel Spaß. Ja, gut. Ich bin weg. Mann, Mann, Mann. So, jetzt geht's um die Katz, denn ich denke mal, wir sind in der Lage, wenn wir wollen, jetzt hier einen Rundenrekord aufzustellen, technisch gesehen. Die Zeit hat schon wieder gestartet, das ist schlecht. Wir fahren auf zwei 55er 20 Zoll Reifen, sehr, sehr flachen Reifen. Der Reifen ist aus 2016, habe ich gesehen. Die restlichen Bedingungen sind ideal in diesem Auto. Sprich Fahrwerk, Bremse, Leistung, Getriebe, Gewichtsverteilung sehe ich sogar auch ganz gut. Sehe ich auch ganz gut. Einfach zu fahren an. Ah, ich merke, ich habe gerade Fehler gemacht. Fahrkontrolle ist jetzt aus. Erste Runde. 56,2 für die erste Runde, was echt gut war, mit noch hier und da alles Verbesserungsmöglichkeiten. Es geht weiter im Text. Wir stehen am Start, fahren los. Vorne kommt auf Temperatur richtig. Wir sind vorne von der Zeit. Wir versuchen das Ganze mal eng zu fahren hier. Geht halt mit dem Allradauto das Ganze eng zu fahren. Komm, 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 komm. Hier wäre der Upgrade-Lader jetzt ein Problem gewesen. Mit Korrektur. Das war jetzt schon schnell. Unter 55 ist jetzt auch schon eine Ansage. Ist aber das Ziel. Also 54 Sekunden fände ich schon sehr, sehr, sehr nice, wie ihr alle sagt. Über 500 PS, 700 Newtonmeter. Sekunden, ein Tick langsamer, drunter kommt er nicht, also 55,0 war die schnellste Zeit, die wir geschafft haben, 55,08,
Nee. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also 55,08, was fantastisch schnell ist. Ja. Also 55,0. Ich hätte sagen, woran es liegt. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, so der Huckel dahin ist halt auch ein richtiges Arschloch. Ja. Weil du halt das Auto ist so schnell, dass du leider vorher bremsen musst. Weil du kommst mit dieser hohen Geschwindigkeit nicht über die Kuppe und dann noch sauber in den Bordsichtplatz rein. Ja, ja. Also musst du, siehst du wahrscheinlich, ne? Ja, ja, dass ich einen Tick früh bremse. Weil mit dem Sprung schieße ich dir durch den Borsigplatz durch bei der Geschwindigkeit. Mhm. So. Am Fahrwerk liegt es bestimmt nicht. Auto fühlt sich extrem stabil an, Getriebe auch nicht. Vielleicht ein bisschen schneller. Ja, er startet auch ohne Launch Control ein bisschen mau, muss man echt sagen. Mhm. Aber wir fahren mit Bremsen mal. Der ist auch ein bisschen sehr heiß geworden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, also vom Gefühl dachte ich so, oh oh, das wird aber echt schnell, ne? Mhm. Und ich meine, 55 ist geil. Ich bin auch happy mit 55. Ne? Guck mal, auf 55,08, 55,2, 56 war die erste. Bei der ersten habe ich Traktionskontrolle angelassen, habe vergessen, die auszumachen. Ja, das ist, da siehst du mal den Unterschied an Zeit. Aber unter die 55 geht mit Sicherheit, wenn Reifen alles ideal ist und du lässt mich 10 Runden fahren. Nur wir wissen beide, die Strecke ist täuscht, ist eine hohe Belastung fürs Auto. Da irgendwas regelt rein, zum Beispiel, wenn du aus der Forellengasse rauskommst, ja, in dem Linksknick, da bin ich im Volllastbereich und dann regelt mir, glaube ich, das aktive Sperrdifferenzial, was er, glaube ich, vorne hat, regelt mir da irgendwas weg, obwohl alles aus ist. Also hier diese Ecke, wenn ich jetzt hier runterkomme, dann habe ich eine Runde gemacht ganz eng, das war die schnelle Zeit, da bin ich so und eine weit raus. Ne? Also beides funktioniert. Guck mal, wie eng ich hier umgefahren bin. Siehst du meine Spur? Ja. Ich bin so eng rum, früh auf die Bremse und dann hier hoch. Da würde ich vielleicht sogar gerne nochmal Lassisi irgendwann fahren mit dem Auto, dass wir nochmal ein bisschen was einstellen. Also vom Fahrwerk, Dämpfer-Ding ist das Race-Setup von KW, nicht das Straßending, das Weichere, sondern das Härtere. Und das ist gut für hier. Also Fahrwerk mega. Wir waren kurz in der Luft hier beim Sprung mit dem vorderen rechten Rad nur. Der war ein bisschen am Springen, waren aber auch echt schnell. Muss man echt. Sound war bestimmt auch geil, ja, ne? Sound war mega. So viel zum Thema TTRS, APR. Rundenzeit ist fantastisch. Aber vom Bauchgefühl habe ich gedacht, er würde den R8 zum Beispiel auch schlagen können. Aber muss man überlegen, der R8 wird immer noch 2 Sekunden schneller fast. 2 Sekunden. Ja, das sind die Geraden, glaube ich, einfach. Oder die Leistung. Nee, ich glaube, Gewicht auch. Ja? Das Gefühl, wenn du mit dem R8 beim Borsigplatz fährst, macht er. Ich glaube, wenn du den hier mit Launch Control starten würdest, würde der R8 schlagen. Das sind keine 2 Sekunden. Nee, 2 Sekunden sind es nicht. Tolles Auto, Ultrapotenzial in dem Auto, aber um den richtig, richtig schnell zu kriegen, musst du wirklich so viel verschieben, machen, tun, damit das Auto wirklich auch auf der Bremse dementsprechend performt, ein Einlenkverhalten. Ja, und die Lassisi ist halt echt ein sehr tückischer Kurs, muss man echt sagen. Also, boah. Echt krass. Also ich finde es, jedes Mal sage ich das und ich nerve mich bestimmt auch schon, es ist so ein tückischer Kurs, der aber dem Straßenverkehr oder dem Alltagsautofahrer viel mehr bringt, als wenn du eine Vergleichszeit fährst zu diesem tellerglatten Hockenheimring. Mhm. Oder nee, Nordschleife nicht. Nordschleife ist der Gott. Aber diese aalglatten Rennstrecken, das ist zwar geil, aber wo habe ich die denn? Mhm. Ne, wo du wirklich mit 2,30 ankommst, auf die Bremse, beide Reifen, Auflagefläche, ideal, einlenken. Diese klinischen Bedingungen hast du ja eigentlich selten. Nee, hast du auch nicht. So, und hier hast du wirklich immer eine Bewegung im Asphalt, du hast hier immer eine gewisse Unebenheit, du hast Sprünge, Kuppen, Senken, hängende Kurven. So, TTS, 55 Sekunden, krass. Tschüss. Ja. Scheiße, ich hab nicht so spät drauf gelegt. Hast du nicht drauf? Ich hoffe, ich hab's drauf. Das ist aber ziemlich witzig. Wir haben jetzt einen neuen Style übrigens, ne? Ich hab mir auch Fresse gelegt. Hä, wer ist denn? Wieso? Mit dem Objektiv. Ich glaube, das erste Mal, oder? Das ist jetzt noch normal. Und jetzt? Jo. Kann ja quasi gar nicht mehr aus dem Bild raus, ne? Ne. Okay. Jetzt, weißt du denn die Zeit? Das habe ich letzte Woche schon vorbereitet. Ehrlich? Selbstverständlich. Bist du schon wieder so ein Streber? Weil es dir so gut gefallen hat, dachte ich mir, komm. Nur finden muss er, das ist einfach. Boah, krasser Typ. Audi TTRS, 55 Sekunden glatt auf der Lassisi. War abzusehen, dass das Auto ganz weit nach oben kommt. Und zwar, dass das Auto auf verdammt nochmal Platz 3. Ist aber auch klar,
Da ist das Turboloch im Rahmen, aber die Beschleunigungspower ist schon echt massiv. Plus Traktion, plus schnellschaltendes Getriebe, plus ein gutes, also das ist ja ein Clubsportfahrwerk drin, das war eigentlich klar, dass es passiert. Aber auch beeindruckend, dass der alte GTR den Kollegen immer noch in die Schranken weist. Ich denke auch, dass der alte GTR die Zeit da rausholt, weil er einfach diese Längspower so massiv hat, dass er einfach da die Musik holt. Ne, weil er diese Geraden einfach so krass auffrisst und ich gleichzeitig einen Rallye-Streifen in der Hose habe. In den Hosen. Das, guck mal, ich muss ja richtig hier umsortieren. Ne? Langsam geht der Platz aber richtig aus. Ja, aber wir haben dieses Jahr keine Lassisee-Zeit mehr. Oder vertue ich mich? Im Schnee könnte man ja noch eine machen. Eine ja. Schneetafel. Und ich kriege bald mein neues Fahrrad. Ui. Und dann kannst du damit rumfahren. Ey, ohne Zeitmessen. Mit der neuen, also meine alte Fahrradzeit werde ich pulverisieren. 2,25,7. Insignia der Zeit ist not bad, muss ich echt sagen. Was hatte der jetzt für eine Zeit nochmal? 58,5. Das ist echt gut, ne? Ja, ist echt gut. Camaro ist immer noch der Schocker. Aber viel Drehmoment, viel Power, kein Turboloch. Fahrwerk drin, das war schon echt nicht schlecht. Boah, krass. Neuer Dritter ist unser TTS mit APR-Tuning. Das heißt, eine Menge Bums, viel Power, viel Drehmoment, schnell schalten. Geil. Hättest du gedacht? Ich wusste, dass er schnell sein wird, aber dass er so schnell unter die Top 3 kommt, das ist schon Hammer. Plus einfach zu fahren, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ne? Also da ist der R8 deutlich schwieriger gewesen vom Fahren her. Ach guck mal, die beiden trennt eigentlich nur 1,2 Sekunden. Und das ist wenn man sich das mal vorstellt, das ist ja High-End. Ne? Genau, das ist schon High-End, das ist schon echt ein Klotz. Ne? Ja, auch die große Bremse drin, der TT bei uns. Auch Keramik. Stimmt. Kommt dazu. Also das war eigentlich abzusehen. So, ja. Ich könnte mal, ich gehe mit Sören noch essen, ne? Du warst verabredet. War der unten? Steht im Kalender. Der wartet unten auf dich, ja. Okay. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions.